Die Autobahnmeisterei Holzkirchen südlich von München. 35 Mitarbeiter sorgen dafür, dass auf der A8 auf rund 90 Kilometern der Verkehr rollt. Streckenwart Alfred Stichs heutige Arbeit hat mit dem Wetter zu tun. Wir haben ja gestern starken Wind gehabt, eine Nacht noch. Und jetzt müssen wir schauen, wie die Schneezäune draußen, ob da noch alles richtig steht. Jetzt habe ich nur unsere Seile geholt, Reserve-Seile, dass wenn es ist, dass wir gleich was austauschen können, dass der wieder sicher steht. Klassische Winterarbeit, immer wieder haben wir diese Sturmtage heute halt, und da muss man halt dann nacharbeiten, wenn es notwendig ist. Sturm haben wir natürlich die zusätzliche Gefahr, dass man die Gehölze im Randbereich immer wieder kontrollieren muss. Ob wir da Sturmschatten haben, ob was runterfällt auf dem Wildschutzzaun und dergleichen. Ob was reingegangen am Verkehrsraum, werden natürlich noch fataler. Wenn es natürlich der Schnee mit dazu kommt, die Schneeverwehungen. Und da haben wir halt erheblich mehr Arbeit dann, als wenn es jetzt ein normaler Wintertag ist, wo man sagt, es schneit nur. Auch die Parkplätze an der A8 zwischen München und dem Irschenberg gehören zum Zuständigkeitsbereich von Alfred Stich und seinen Kollegen. Man muss einen Kontrollgang machen, wie es mit den Mülltonnen ausschaut, weil die oftmals nicht alle wieder ins Schloss eingehängt werden. Jetzt, wenn die leer sind und wir haben so einen Sturm wie gestern, dann kann schon mal passieren, dass die Mülltonne umgeschmissen wird. Und wenn dann die Tonne noch nicht so viel Gewicht drin hat, dann macht der Wind den ganzen Dreck wieder raus und wir haben noch mehr Arbeit wie ohnehin. Darum brauche ich den Schlüssel, dass wenn ein Schloss zu ist, dass ich das quasi aufmachen kann und kann die Tonne einhängen. Und jetzt bei der sieht man, die ist sauber eingehängt, die ist verriegelt, die kann der Wind nicht umschmeißen. Das ist keine Gefahr nicht. Jetzt gehen wir halt so rum. Und dann schauen wir bei der nächsten Siegelschuhe, die ist nicht eingehängt. Die ist jetzt auch noch dazu ziemlich leer. Die könnte der Wind umschmeißen. Ich schiebe mal hinter. Aha, gut. Drum ist auch nicht eingehängt. Wir haben für die großen Tonnen stehen da eigens präpariert worden mit einem größeren Loch. Jetzt heißt es, die Mülltonne zu finden, die in diese Halterung passt. Aber Vorsicht! Nicht in die Wiese treten. Das sind gern Hinterlassenschaften vor die Fernfahrer. Und durchs Laub ist natürlich das gut getarnt, sage ich jetzt einmal. Ah, da haben wir es. Jetzt sind wir fündig geworden. Zum ersten ist er nicht eingehängt. Zum zweiten ist das der präparierte Halter. Da gehört die Tonne her. Vom Gewicht her ist auch nicht viel drin. Da haben wir jetzt das Glück, dass durch den Wall und das Holz, wo draufsteht, der Wind die Angriffsfläche nicht so hat. Aber wir haben andere Parkplätze. Da ist das, da darf die Tonne liegen und der Müll dort draußen liegen. Schauen wir, vielleicht finden wir noch welche heute. Jetzt tausche ich die Tonne schnell aus. Gleichzeitig ist in die Parkplätze natürlich auch immer wichtig, nach einem Sturm, dass man immer die Bäume ein bisschen im Blickfeld hat. Man kann einmal einen Türenast übersenken, man kann fünfmal unter den Baum durchgehen und man sieht ihn nicht beim nächsten Mal. Mensch, da ist eine Türenast drin, die muss ich rausnehmen. Ist ja für den nächsten Wind dann wieder die Gefahr, dass der runterfallen kann. Darum auch immer wieder mal Kopf nach oben, schauen, ob was ist. Manchmal fällt es erst beim fünften Mal durchgelaufen. Für die Mülltonnen ist eigentlich eine Fremdfirma zuständig. Die wird Alfred Stich nochmal auf die unterschiedlichen Größen der Tonnen hinweisen. Einhaken, Schloss verriegeln, fertig. Die Mülltonnen stehen wieder richtig. Das sollten auch die Schneezäune, die Alfred Stich als nächstes kontrolliert. An windanfälligen Streckenabschnitten stehen im Winter Schneezäune.
Die sollen Schneeverwehungen auf der Fahrbahn verhindern. Auch diese Zäune könnte der Sturm beschädigt haben. Ja, also in dem Fall fährt man halt extrem langsam. Nur als Höchstgeschwindigkeit, dass man wirklich das abschauen kann. Und man kriegt es auch ins Auge, wo man sieht, das fällt auf. Dann müssen wir die Schneezaun kontrollieren. Wenn wir den Sturm gestern gehabt haben, dass die Spannseile noch alle drin sind, weil der Schneezaun selber ist ja Kunststoffmatten. Da kann auch mal was nachgehen, wie ein Schweißnaht und so weiter. Und wenn wir kontrollieren, dass wir gerüstet sind für den nächsten Wind. So wie es ausschaut, ist die zweite Linksspannung abgerissen. Da müssen wir nachschauen. Genau. Der hängt da nur noch an einem Faden. Den müssen wir austauschen. Schauen wir, ob er auf der drüben Seite vielleicht auch noch. Also so soll das normal ausschauen. Und der ist natürlich nicht mehr sicher. Wenn man nur mal so einen Wind kriegt, man sieht, wie er da schon nachgibt, von der Verformung her. Und wie gesagt, nur mal so ein Wind, das Teil kann reißen, dann weist uns das auf die Autobahn und muss eine Zeit so umverpassen. Ja, da auch. Das gleiche Bild abgerissen, zur Abwehr von weiteren Gefahren, die müssen wir austauschen. In der Autobahnmeisterei trifft sich Alfred Stich deshalb mit seinem Kollegen Christian Hart. Können wir da überhaupt zum Düsen reinfahren? Können wir auf der Standspurstie bleiben. Okay. Gut. Passt, fahren wir. Alles klar. Wenn man diese Autobahn aufgrund von Witterungsverhältnisse oder so sperren müsste, das wäre ganz schön dramatisch. Und darum sehe ich das eigentlich schon extrem wichtig, dass jemand diese Arbeiten macht und erledigt, dass der Verkehrsfluss aufrechterhalten bleibt. Außer uns macht es ja sonst keiner. Auf insgesamt 2 Kilometern zwischen München und dem Irschenberg stehen solche Schneezäune. Befestigt sind sie wie Zelte mit Heringen und Spannseilen. Ja, wir werden jetzt das ganze Material verteilen, halt, da wo wir es brauchen. Und dann legen wir los. Dann machen wir locker und dann sparen wir wieder nachher, wenn wir drin haben. Jedes Jahr im Herbst stellen Alfred Stich und seine Kollegen die Zäune auf. Was du willst, oder? Okay. Ah, ein Dings brauchen wir noch. Was brauchst du? Beißzeug oder Seitenschneider, dass man den Kabelbinder anzwickeln können. Hast du die liegen lassen oben, oder? Hä? Oben liegen lassen? Hast du das liegen lassen oben? Was nicht? Beißzange? Nein, hab ich nicht gehabt. Hast du bei dir? Ja. Okay, dann machen wir da gleich auf. Der Zaun ist da gehalten mit so einer Klemmverbindung. Steckt man runter, oben drauf, dann ist er wieder fest. Jetzt machen wir natürlich locker. Was bei den Entern haare ich einmal drin? Ja. Ja, mein Gott, die Entern raus, vielleicht langt das. Ja. Zu fix. Hast du die schon aufgezwickt? Komm schon. Fredl, hast du die schon aufgezwickt? Nein, aber noch nicht. Mal schauen wir mal, ob der schon rausgeht. Also gut, wenn die rausgeht, geht der nächste rein. So, ich hab raus und du hast rein. Gut. Mein Lieber. Nicht, oder? Ich kann dich noch nicht fadeln. Ja.
Die Männer von der Autobahnmeisterei müssen die Zäune straff spannen. Nur so können sie Schneeverwehungen aufhalten. Schau mal schnell, der hängt beim Haring dort. Ja. Deswegen habe ich gesagt, zu zweit ist das heute sportlich, mein Lieber. Normal sind wir zu fünft. Ich kann mit Handstand nicht arbeiten. Ja, der Wind ist brutal. So, jetzt. Und so, oder verloren. Oh, gut. Ja, jetzt. Gut. Kannst du mal auslassen, Vril? Ja, ja, ich hing. Wir werden jetzt gerade Finger ein bisschen dich. Ja, ist klar. Aber ich kann auch nicht mehr. Ich hol dir schnell meinen Kaltbinder. So. Das ist jetzt nur noch mal zur Sicherung, wenn der Wind recht geht und es würde sich irgendwo ein bisschen was lockern. Kann der Zaun anfangen zum Schlagen. Und durch die Schlagen kann er runterrutschen. Das ist nur noch mal zusätzliche Sicherheit, dass er halt nicht runterrutscht. Dank für ihre Arbeit bekommen die Männer von der Autobahnmeisterei selten. Meister? Ja, passt. Fist. Man ist einfach im Weg, man stellt einfach ein Hindernis dar. Für die heutige Zeit. Aber dass wir das nicht zur Freizeitgestaltung machen, das verstehen halt Leute nicht. Genau so ist's. Jetzt steht der Zaun wieder richtig. Da sind wir jetzt fertig, der Zaun ist repariert. Die brauche ich dann nicht mehr. Okay. Haben Sie versetzen? Ja. Kannst da reinfahren, das Werkzeug selber mal wieder aufräumen. Ja. Und wir würde sagen, von außen auf den Strick. Wir bezeichnen unseren Abschnitt eigentlich als Schwungrad der Welt. Witzigerweise, weil es ist einfach die Verbindung Nord-Süd. Und die ist extrem wichtig. Sicherlich kann man hintenrum auch noch fahren und so, aber da fahren halt mehr. Ja. Und darum ist es schon extrem wichtig, dass da der Verkehr so gut wie es geht am Laufen gehalten wird. Die Entwässerung der Autobahn ist für den Verkehrsfluss extrem wichtig. Alfred Stich verlässt deswegen die A8 und fährt zum Fuß des Irschenbergs. Das ist ein wichtiger Einlauf. Und da haben wir Laub- und Astwerk drauf. Und wenn der übergeht, dann kriegen wir Probleme mit der untergeordneten Straße, mit der Gemeindestraße, weil der einer dessen das Parkett ausschwappt. Aber Kern tut das zu uns und läuft unser Wasser rein. Und darum muss ich die schauen, dass es sauber ist. Im vergangenen Sommer gab es hier wegen Starkregen mehrmals Probleme mit der Entwässerung. Darum kontrolliert Alfred Stich hier regelmäßig. Bei jedem Sturm. Weil, wie man sieht, liegt ja angrenzend viel mal Laub. Und auf alle Fälle so gut in den Anfang Winter, weil das Laub alles schon so ein bisschen drin ist und der Wind nicht mehr so mitnehmen kann, dann wird es besser. Aber Herbst und Anfang Winter
müssen wir da einfach nachgehen. Die Entwässerungskanäle sind oft unscheinbare Rinnsale. Das macht sie so gefährlich. Das Wasser kommt von der drüben Seite nach, hat mit der Autobahn selber nichts zu tun. Wir haben nur den Unterhalt. Wenn das voll ist, das hat ihn ausgeschwappt. Man sieht da noch, wie von der Bundesstraße das Bankett hergerichtet worden ist, weil es das alles runtergeschwappt hat. Über die Straße, unter der Autobahn durch. Da war dann die Bundesstraße gesperrt, weil die Schächte alle zugeschwappt gewesen sind. Also das hat eine Zeit lang gedauert, bis wir das wieder am Laufen gehabt haben. Alles nur von dem kleinen Loch. Weil wenn da richtiges Unwetter kommt, dann ist das in 0,nix ein Vielfaches. Und darum auch sehr wichtig, kaum ersichtlich für den, der wo vorbeifährt. Aber für alle anderen, wenn er was dazwischen geht oder wenn er gestern ein Vorfall ist. Da sieht man sogar, wie das Gitter eine Wölbung hat. Das war vor dem 26. Juli gerade. So viel Druck liegt da drauf, wenn das Gitter voll mit Dreck ist und das Wasser so hoch herinsteht. So, dann haben wir da durch. Am 26. Juli erwischte den Irschenberg ein besonders schweres Unwetter. Für Alfred Stich geht es weiter mit seiner Kontrollfahrt auf der A8 im Voralpenland.